dürfte sich wahrscheinlich um ein sehr riskantes Abenteuer handeln, wenn ich hier wirklich einsteigen will, oder? Sie haben sich's anders überlegt? Ein Kneifen? Mein Angebot steht. Und es ist nun an Ihnen, sich zu entscheiden. Ich weiß einfach, dass Adrian und ich zusammengehören. Und er wird das auch bald merken. Deine Frau ist. Frau Dr. Breuer, sind Sie da? Kennst du die Stimme? Bitte, es ist ein Notfall. Ich glaube, es wäre besser, wenn du öffnest. Entschuldigen Sie die Störung. Was ist denn? Frau Schweizer geht es schlechter. Und deswegen kommen Sie extra her? Ja, sie hat bei den Sonnenbichlers angerufen, weil sie ihren Mann nicht erreichen kann. Tja, wo ist der bloß? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Sonnenbichler gemeint, dass Sie sehr wahrscheinlich hier sind. Der Herr Chefportier weiß anscheinend alles. Ja, also können wir bitte, es ist dringend. Also gut, wenn es sein muss. Was machst du denn hier? Oh, es gibt was zu feiern. Warte, das heißt, die Verhandlungen sind gut gelaufen? Ganz genau. Vor dir steht der neue Miteigentümer des Fürstenhofs. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das heißt, du bleibst hier? Ja. Wenn ich morgen unterschrieben habe, dann gehören mir tatsächlich 20% meines Geburtshauses. Wow. Das ist toll. Das ist es wirklich. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich habe doch gar nichts gemacht. Doch. Von dir kam der Tipp, dass der Fürstenhof einen Investor braucht. Also? Auf die Frau, die es tatsächlich geschafft hat, mich in Bichelheim zu halten. Die Info hättest du aber auch von jedem anderen kriegen können. Ja, aber sie kam von dir. Ohne dich würde ich jetzt irgendwo auf Mallorca sitzen. Soll auch ganz schön sein. Ich bleib lieber hier. Weißt du was? Ich weiß sogar schon, wie ich mich bei dir bedanken werde. Hast du doch gerade schon. Nee, ich meine so richtig. Ich habe mir da was Besonderes überlegt. Und was? Überraschung. Tut es weh? Oh, ja. Mein Gott. Vielleicht ist das ein Rückfall? Bisher hatten wir in der Studie nur Fieber und Taubheit von Gliedmaßen als Nebenwirkung. Ja, und jetzt kommen eben auch noch Schmerzen in der Schulter dazu. Natascha, wie geht's dir? Ach, schon besser, aber ich habe die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Ja, mein Handy war auf lautlos. Was ist passiert? Deine Frau hatte eventuell einen Rückfall. Aber was kann ihn ausgelöst haben? Um das festzustellen, sind genauere Untersuchungen nötig. Ja, dann am besten legst du dich gleich hin und entspannst dich. Oh, Schatz, ich bin so unruhig, wenn du nicht da bist. Ich bleibe die ganze Nacht bei dir, ich verspreche es. Ja, wenn jetzt der Arzt deines Vertrauens hier ist, dann brauchst du mich ja nicht mehr. Danke, Friederike, dass du so schnell gekommen bist. Gern geschehen. Du bist eine wahre Freundin. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Michael, ich kann's nicht ertragen. Der Gedanke, dass du mit ihr... Ich hab's nicht ausgehalten. Ich auch nicht.
Bitte, wenn Sie das zu Ihrer Sicherheit brauchen. Tut mir leid, aber das ist bei uns so, wenn ein Gast zum ersten Mal eincheckt. Genug der Formalitäten? Nein, die funktioniert nicht. Das muss an Ihrem Gerät liegen. Haben Sie vielleicht noch eine andere? Danke sehr. Tut mir leid. Dieser Mistkerl. Ich kann mir das nicht erklären. Gibt's Probleme? Ihr Gerät kann meine Kreditkarten nicht lesen. Ja, das passiert schon mal. Wahrscheinlich der Magnetstreifen, der ist sehr empfindlich. Oder Ihr Gerät ist defekt. Ja, das kann natürlich auch sein. Danke. Die ist in Ordnung. Na, also geht doch. Bitte sehr. Herzlich willkommen im Fürstenhof, Frau Bramig. Ich würde jetzt gerne mein Zimmer sehen. Aber natürlich. Dann darf ich Ihnen einen recht angenehmen Aufenthalt in unserem Haus wünschen. Und wenn Sie Fragen und Wünsche haben, wir sind jederzeit für Sie da. Bitte sehr. Und der Peter kümmert sich um Ihr Gepäck. Schön. Haben Sie es gesagt? Du bist so nervös wegen einer Verabredung. Ein Date mit Adrian allein, das wäre ja schon genug für 10.000 Milliarden Schmetterling. Aber auch noch nicht zu wissen, was er vorhat. Vielleicht ein romantisches Picknick. Das wäre gut. Dann wüsste ich nämlich schon, was ich anziehen will. Wobei, nein. Was, wenn er mich dann am Abend in ein schickes Restaurant ausführen will? Dann kann ich ja nicht so leger daherkommen. Siehst du, was ich meine? Absolut. Mein Gott, ist es so schlimm. Milch? Bitte. Ich kann bei dem Gedanken überhaupt nicht ruhig bleiben. Ich bin so nervös. Warum hast du dich denn dann mit ihm verabredet? Weißt du ganz genau. Okay, also wenn du ihn sehen willst, dann musst du leider ins kalte Wasser springen. Auch gemein von ihm, mich einfach so im Ungewissen zu lassen. Ja, das ist wirklich sehr gemein von ihm. Okay, das kann ich nicht länger mit angucken. Du lehnst dich jetzt zurück und schließt die Augen, okay? Und dann atmest du einfach noch mal ganz tief ein und aus. Und dann stellst du dir einfach vor, du bist auf einer grünen Wiese. Und um dich herum sind ganz viele bunte Blumen. Und ihr beide sitzt auf einer Picknickdecke und schaut euch ganz tief in die Augen. Und? Ist das nicht ein romantisches Date? Jetzt ist unsere Ehe offiziell beendet. Dass sie annulliert wurde, heißt eigentlich, dass sie nie bestanden hat. Für mich schon. Ich war irgendwann sehr glücklich mit dir. Wollen wir noch was trinken gehen? Entschuldige. Sebastian, hi. Ist alles gut gelaufen? Ja, wir kommen gerade vom Familiengericht. Es ist vollbracht. Endlich. Wir können heiraten. Ja. Sag mal, kann ich dich später nochmal anrufen? Spätestens in einer Stunde, sonst vermisse ich dich zu sehr. Gut, dann beeile ich mich. Bis dann. Entschuldige. Es ist schön zu sehen, dass du glücklich bist. Dafür hast du jetzt eine Anzeige wegen versuchten Betrugs am Hals. Also wenn ich damit wieder gut machen konnte, was ich getan habe, dann hat es sich gelohnt. Kaffee? Du musst noch was für die Hochzeit vorbereiten, da will ich dich nicht aufhalten. Na los, also ich werde dir bestimmt nicht helfen. Das habe ich auch gar nicht erwartet. Ich danke dir. Bis später dann. Thank you.
Grüß Gott. Ah, Frau Hofer, ich müsste mal mit Ihnen sprechen. Ich mache gerade Pause. Gut. Wann darf ich dann mit meinem Anliegen wiederkommen? Was gibt's denn so Dringendes, Herr Chef Potier? Der Gast aus dem Rosenzimmer hat sich beschwert. Offenbar war das Bad nicht sauber und die Minibar war auch nicht aufgefüllt. Der gute Mann trinkt ganz gern mal ein, zwei Schnäpschen zu viel. Wahrscheinlich weiß er gar nicht mehr, dass er die Minibar selbst geleert hat. Ja, aber über die Gewohnheiten unserer Gäste steht uns nun mal kein Urteil zu. Ich habe das Zimmer persönlich kontrolliert und es war alles picobello. Wir beide wissen schon, dass der Gast immer recht hat, oder? Und wenn auch nur ein Haar auf dem Boden ist, dann haben wir unsere Arbeit nicht gut genug gemacht. Sie meinen wohl mich? Es gehört zu den Aufgaben der Hausfrau. Ich kriege doch nicht auf allen Vieren durch die Zimmer, um irgendwo ein kleines Härchen zu finden, an dem vielleicht jemand Anstoß nehmen könnte. Ach, apropos, Entschuldigung, darf ich mal? Aber genau das ist Ihr Job. Ich meine, Sie müssen ja nicht selber kriechen, aber... Lassen Sie doch bitte diese herablassenden Äußerungen, sonst können wir uns das nächste Mal gerne gleich bei der Geschäftsleitung... Ja, gerne bei der Geschäftsleitung. Wenn Sie auf höchster Ebene über Ihre Sorgfaltspflicht belehrt werden möchten, gern. Oder Sie werden darüber belehrt, dass man so mit mir nicht umspringt. Frau Hofer, Sie sind nun mal die Hausdame. Aber wenn Ihnen diese Arbeit nicht gefällt, dann gibt's doch bestimmt noch was anderes. Herr Sonnenbichler, Sie können das ja gar nicht abwarten, dass ich gehe. Was Sie machen, geht mich nichts an. Aber ich muss mich halt jetzt mit meiner nächsten Beschwerde direkt an die Geschäftsführung wenden. Ja, tun Sie das. Gerechnet, aber das sieht ganz schön kompliziert aus. Ach, das ist nur am Anfang so. Wenn du erstmal weißt, welches Teil wohin gehört und wozu es gut ist, ist es überhaupt kein Problem mehr. Wichtig ist, dass du vor dem Flug nochmal alles checkst, ja? Gurtzeug, Karabiner und dann ist es eigentlich kein Problem. Okay. Aber wir machen sowieso erstmal nur die Trockenübung, ja? Okay, alles klar. Gut. Ach so, was auch wichtig ist, ist die Windstärke und die Windrichtung. Windstärke? Ja klar. Wenn du eine gute Thermik hast, weißt du, was dann los ist? Dann steigst du immer höher und immer höher und du musst gar nichts machen. Boah, das ist das Schönste, was es gibt. Klingt toll. Und wenn alle Stricke reißen, hast du einen Notfallschirm. Notfallschirm? Adrian, ich muss dir wirklich sagen... Mit ein bisschen Erfahrung ist Paragliding ein Kinderspiel. Als Kinder haben wir aber ganz andere Sachen gespielt. Ja, aber du warst immer schon die Mutigste. Geht so. Ich habe zum Beispiel wirklich total Angst vor... Ach komm, vor was hast du Angst? Also ganz ehrlich, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo du Angst hattest. Deswegen fand ich dich damals auch schon so cool. Also, noch irgendwelche Fragen? Gut, dann kommen wir jetzt zum eigentlich wichtigen Teil, das ist der praktische. Ich werde uns gleich vorne zusammengurten. Dazu müsstest du herkommen. Komm her, komm her. Nee, schon richtig, komm her. Komm richtig nach, genau. So, drück dich mit dem Rücken richtig an meine Brust ran. Okay? Okay. Alles klar. Hier vorne kommt dann der Gurt rum. Und wenn wir dann zusammen loslaufen, schaust du immer nur nach vorne, okay? Habe ich das Klopfen überhört? Was gibt's denn? Herr Sonnenbichler, er behandelt mich ziemlich herablassend. Die gute Seele von Bichelheim? Vor dir macht er einen auf devoten Kollegen, aber bei mir zeigt er sein wahres Gesicht. Und was ist der Grund für sein despektierliches Verhalten? Was weiß ich? Rache, Neid, nenn es wie du willst. Bis vor kurzem war ich noch seine Chefin, was mir vermutlich nur wenige gegönnt haben. Vielleicht, weil du sie das bei jeder Gelegenheit hast spüren lassen. Ich war vielleicht hart, aber immer fair und kollegial. Die netten Kollegen glauben, sie könnten mich jetzt schikanieren, nur weil ich so viel verloren habe. Warum erzählst du mir das? Sie werden die Gemeinheiten unterlassen, wenn du ein Machtwort sprichst. Friedrich, ich weiß nicht, wie lange ich dieses Mobbing noch aushalte. Du bist doch ohnehin nur knappe 3 Monate hier.
Die können unter solchen Umständen aber sehr lange werden. Du kannst das abkürzen. Wenn du fristlos kündigen möchtest, ich habe nichts dagegen. Herr Sonnbichler? Entschuldigen Sie die Störung, Herr Stahl, aber der Notar wäre jetzt da. Ja, schicken Sie ihn rein. Wir waren noch fertig, oder? Fertig. Oder drückt's irgendwo? Alles okay. Gut, okay. Normalerweise hätten wir sie hinten noch einen Gleitschirm dran hängen. Und wenn wir loslaufen, dann öffnet er sich. Und wenn er ganz geöffnet ist, dann heben wir ab. Aber wir üben ja nur. Ja, yeah, wir üben nur. Okay. Okay, wir fangen mit rechts an. Mhm. Okay. Und? Entschuldigung, ich war zu langsam. Gut, am besten zähle ich uns ein. Okay. Okay. Eins und zwei und nein. Das war links. Ja, jetzt habe ich es auch gemerkt. Okay. Okay. Wir fangen mit rechts an und ich zähle uns ein. Okay. Gut, es kann nichts mehr passieren. Okay. Okay. Und eins und zwei. Das passt doch schon ganz gut. Ja. Geht doch alles. Oh Mann. Oh Mann, das ist mir so peinlich. Nein, muss es gar nicht. Nein, es war ein Maulwurfshügel. Ja, wirklich? Oh ja, jetzt ich auch. Ganz schön großer Maulwurfshügel. Du musst nur aufpassen, dass dir das im Ernstfall nicht passiert. Wieso? Wir könnten über die Klippe stürzen. Nein, 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 nein. Das wird uns nicht passieren. Wir schaffen das schon. Schmeichelt es dir eigentlich, dass dich die attraktive Frau Doktor unbedingt haben will? Das weißt du doch selber am besten. Verehrer sind oft nur lästig, so viele wie du als Sängerin gehabt hast. Ich hatte oftmals das Gefühl, es geht gar nicht um Zuneigung. Vielmehr um Macht- und Besitzansprüche. Oh, bestimmt. Ja, genauso geht es Friederike mit mir auch. Am liebsten würde ich ihr das klipp und klar sagen. Bitte, warte noch ein ganz klein wenig. Bis es mir besser geht. Frau Morgenstern ist gerade noch rechtzeitig gekommen. Oh, erspar mir die Details. Allerdings haben wir jetzt eine Mitwisserin. Um sie mache ich mir keine Sorgen. Eher um die liebestolle Ärztin, die vorgibt, meine Freundin zu sein, die ihr nachstellt und dich mit meinem Leben erpresst. Die Frage ist nur, wie lange ich sie hinhalten kann. Aber warum denn? Ich meine, Friederike dürfte sich eigentlich gar nicht beschweren. Du hast dich an deinen Teil der Abmachung gehalten. Ja, ich habe mich mit ihr getroffen. Wir haben Wein getrunken, gegessen, Musik gehört, aber... Geplaudert. Und du hast sie heiß gemacht. Ich fürchte, sie wird sich mit meinem Unterhaltungsprogramm nicht zufrieden geben. Sie will dich. Mit Haut und Haar. Und das kann ich verstehen. Ja, sie wird auf ein weiteres Date mit ihr pochen. Wir schaffen das. Gemeinsam. Du meinst, eine Krankheit überstehen und auch die intrigante Ärztin. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wir werden heiraten und das in 4 Tagen. Das war der früheste Termin, den Konopka noch hatte. Okay. Fällt dir noch jemand ein? Oh, was ist denn zum Beispiel mit Niklas und Julia? Hast du die schon erreicht? Sind im Urlaub. Nein. Ach, wie schade. Ich hätte die so gerne wiedergesehen, aber... Naja. Ich meine, die beiden haben auch ihr Glück hier gefunden. So wie wir beide. Was ist mit deiner Verwandtschaft? Tja, da wäre mein Vater und... Das wär's auch schon. Der Mann aus Stahl? Leonard und Pauline? Pauline muss arbeiten. Tja, unsere Familien sind doch recht überschaubar, wie ich sehe. Ich hätte noch Tante Alma. Tante Alma? Von der hast du nie erzählt. Julia und ich haben bei ihr gewohnt, als wir Teenager waren, und später ist dann der Kontakt abgerissen.
Okay. Manchmal wünschte ich mir schon, eine richtig große Familie zu haben. Na, das lässt sich doch einrichten. Ehrlich gesagt, kann ich es kaum erwarten, mit dir eine große Schar Kinder zu machen. Ja, aber das Thema Verwandtschaft hat sich erledigt. Dieses Schweigen nicht mehr aus. Warum reden, wenn man sich nichts zu sagen hat? Was ist denn jetzt los? Diesmal bin ich ausnahmsweise unschuldig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendetwas gibt, bei dem du nicht deine Finger im Spiel hast. Friedrich, ich wollte nur mit dir reden. Hier ist die Rezeption, Sonnbichler. Was ist denn passiert? Ja, Herr Sonnbichler, hier ist Stahl. Der Aufzug steckt fest. Holen Sie mich hier raus! Ausgerechnet du willst mit einem Gleitschirm ins Tal segeln. Es ist ja ein Tandemflug. Ich bin also nicht allein. Ob es davon besser wird? Ist bestimmt schön. Entspannt durch die Lüfte zu segeln. Vor allem entspannt. Die Welt von oben sehen wie ein Vogel. Den weiten Ausblick genießen. Hast du Adrian eigentlich von deiner Höhenangst erzählt? Ach, es ist im Laufe der Jahre bestimmt besser geworden. Gibt's denn dafür Anzeichen? Weißt du noch, als kleines Mädchen, da hattest du vor gar nichts Angst. Aber als du mal den Poldi retten wolltest und auf die Mauer geklettert bist. Ja, ich weiß, du musstest mich mit der Leiter runterholen. Der Kater war schon längst wieder auf der Erde und du hast dich oben vor Angst festgekrallt. Und diese Angst soll jetzt weg sein? Weil nicht der Kater, sondern Adrian bei dir ist? Ich würde sagen, das ist eine hundertprozentige Steigerung. Vielleicht funktioniert es wie so eine Art Konfrontationstherapie. Machst du das für dich oder für ihn? Vergiss nicht, er sieht nur die kleine Schwester in dir. Das kann sich ja jederzeit ändern. Weil ihr so zusammen durch die Lüfte schwebt. Vielleicht. Und du dann schreist wie am Spieß vor Angst. Ich werde nicht schreien, ich werde es genießen. Meine Tochter, die Romantikerin. Also wenn ich die Verträumte von uns beiden bin, was bist dann du? Frech ist sie immer noch. Und du traust mir nichts zu. Bevor du in 100 Metern Höhe an so einem Stück Plastik herumsegelst, solltest du testen, ob du tatsächlich höhentauglich geworden bist. Liebig? Ja, hier spricht Luisa Reisiger. Ich würde gerne mit Frau Alma Liebig sprechen. Ist sie denn da? Können Sie mal sagen, worum es geht? Natürlich. Ich habe diese Nummer von Julia, die früher auch Wegener hieß und jetzt verheiratet ist. Meine Cousine hat geheiratet. Genau. Cousine? Das heißt, Sie sind auch Sebastians Cousin. Lustig, er hatte nur von Tante Alma erzählt. Hallo? Sind Sie noch da? Sie kennen auch Sebastian? Ja, ich bin sozusagen mit ihm verlobt. Glückwunsch. Danke. Also jedenfalls würden wir beide uns freuen, wenn Ihre Mutter zu unserer Hochzeit kommen könnte. Tut mir leid, sie ist sehr krank und kann nicht reisen. Verstehe. Schade. Gut, dann richten Sie ihr bitte gute Besserung aus. Mache ich. Und was ist denn mit Ihnen? Möchten Sie nicht zu unserer Hochzeit kommen? Ich meine, ich denke, Sebastian würde sich freuen, Sie wiederzusehen. Herr Liebig? Ich will meine kranke Mutter nicht so lange alleine lassen.
Verstehe. Gut, dann trotzdem danke, auch wenn ich gerne die Familie von Sebastian kennengelernt hätte. Ich wünsche Ihnen ein schönes Fest. Danke, und ich will... Wenn ich hier nicht bald rauskomme, dann kann ich meinen Termin vergessen. Was Wichtiges? Das geht dich nichts an. Entschuldige, ich wollte nur... Was wolltest du? Dich wieder einmischen? Andere Menschen manipulieren? Glaubst du immer noch, ich habe den Aufzug sabotiert? Und wenn wäre es nur der Auftakt zu einer noch größeren Intrige? Warum sagst du sowas? Ich frag mich nur, was als nächstes kommt. Klaustrophobischer Anfall oder eine Ohnmacht, die nur mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung zu behandeln ist? Du bist ja geschmacklos. Ich kenne dich. Ja. Du kennst mich aber auch anders. Das war doch alles gelogen. Du liebst doch nur dich selbst. Warum glaubst du, bin ich noch am Fürstenhof? Von dir degradiert und gedemütigt. Den hämischen Blicken und Bemerkungen der Kollegen ausgesetzt. Weil du noch nichts anderes gefunden hast? Ja. Was Besseres als diese Situation gibt es allemal. Friedrich, verstehst du nicht, worum es hier geht? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Ich dachte, du wärst der Mann meines Lebens. Und mit dir würde es sich lohnen, durch alle Höhen und Tiefen zu gehen. Und das ist der einzige Grund, warum ich noch hier bin. Weil ich dich liebe, du Idiot! Machst du heute gar keine Pause? Nein, keine Zeit. Hm. Ah, ein aktueller Artikel über Nuevo Sklerose. Ja, den kennst du sicher schon, oder? Hm. Der Autor bringt nicht viel Neues, aber er setzt große Hoffnung in unsere Studie. Genau wie du und ich. Vor allem Natascha. Hm. Wie geht es ihr jetzt? Besser, ja, aber nicht so gut, wie wir erhofft haben. Ich werde ihr noch mal Blut abnehmen und es untersuchen lassen. Wir müssen wissen, was da genau passiert ist. Vielen Dank, dass du dich so engagiert um Natascha kümmerst. Aber deswegen sind wir doch Ärzte geworden. Um anderen zu helfen. Wobei ich natürlich in diesem Fall auch um unserer Freundschaft willen alles für Natascha tue. Du tust doch auch alles für sie, oder? Sicher. Da es ihr nun besser geht, können wir ja wieder an uns denken und unsere gemeinsame Nacht nachholen. Der Abend war doch auch so sehr schön, hm? Hat mir Lust gemacht auf mehr. Entschuldige, aber ich muss die ganze Zeit an Natascha denken. Es geht ihr so schlecht.
Es tut mir leid. Ein wenig Abwechslung würde dir vielleicht ganz gut tun. Aber ich will dich zu nichts zwingen. Kümmere dich um deine Frau. Heute soll sie deine Fürsorge genießen. Aber wenn morgen die Medikamentenstudie in München vorgestellt wird, dann bist du doch dabei, oder? Ja, das interessiert mich sehr. Schön. Und anschließend verbringen wir die Nacht in einem hübschen kleinen Hotel. Ich überleg's mir. Ich bin sicher, die Entscheidung wird dir nicht schwerfallen. Hallo Mama. Wenn du das hörst, ruf mich bitte zurück, okay? Bitte, bitte. Dass du mir die Kreditkarten gesperrt hast, das hätte ich nicht mal dir zugetraut, Lucien. Wie gut, dass ich dich los bin. Hallo? Was machen Sie da? Ich genieße nur die Aussicht. Können Sie mir sagen, wie ich zum Fürstenhof zurückkomme? Ja, Sie müssen da bei der Weggabelung links und dann bei der Hütte vorbei. Und bis dahin schaffe ich's nie, da verirre ich mich längst. Orientierung ist nicht so ihr Ding. Ich verlaufe mich sogar in meiner eigenen Wohnung. Können Sie vielleicht runterkommen und mir den Weg auf der Karte zeigen? Ich erkläre Sie Ihnen gerne nochmal. Sie müssen bei der Weggabelung links und dann bei der Hütte... Können Sie mir nicht helfen oder wollen Sie nicht? Was ist denn das Problem? Die Höhe. Das ist also nicht so Ihr Ding. Nie gewesen. Wie sind Sie denn dann darauf gekommen? Willenskraft. Und zum Runterkommen reicht's nicht mehr? Okay. Die Blinde hilft der Lahmen. Was haben Sie vor? Ich hole Sie da runter. Oh nein, nein, ich nötig nicht, wenn das Ding uns nicht aushält, dann... Kommen Sie mal her, geben Sie mir Ihre Hand. Nein, das ist... Geben Sie mir Ihre Hand. Kommen Sie, ich bin hier. Halten Sie sich fest. Sehr gut. Halten Sie sich an mir fest und gucken Sie mich an. Gucken Sie nur mich an. Gucken Sie nicht auf die Umgebung. So, und jetzt ganz langsam, einen Schritt nach dem anderen. Kommen Sie, ganz langsam. Eine Stufe nach der anderen. Sehr gut. Wir schaffen das. Kommen Sie. Genau, halten Sie sich fest. Weiter. Sind gleich schon da. Sehr gut. Machen Sie das. Sie als mein Anwalt müssen dafür sorgen, dass ich hier weg darf. Sonst kann ich nicht nach Norwegen und muss hierbleiben. Ja, dann melden Sie sich, sobald es was Neues gibt. Was sagt dein Anwalt? Warum fragst du? Du hast mich doch sowieso belauscht. Sprich mit Luisa. Eine Aussage von ihr zu deinen Gunsten. Und die Sache mit dem Betrug ist vom Tisch. Und warum sollte sie das tun? Sie war auch nicht immer ehrlich zu dir. Ich habe Luisa belogen und betrogen. Ich werde sie ganz sicher nicht fragen. David, so viel Edelmut lohnt sich fast nie. Aber wenn du lieber ins Gefängnis möchtest... Ja, wo du hingehörst. Du hast alles eingefädelt. Bin ich jetzt wieder an allem schuld. Ach, wer hat mich denn zu den Intrigen gedrängt, hä? Ein aufwendiger Lebensstil will finanziert werden. Du kannst nicht genug kriegen. Und für Geld würdest du dich mit jedem einlassen. Ich habe Hermann sehr gemocht und ich liebe Friedrich. Nein, du liebst nur dich selbst. Das stimmt doch gar nicht. Ich war immer für dich da. Du benutzt alle Menschen um dich rum. Und meine Schwester hat es zum Glück viel früher kapiert als ich. Es wäre sehr schön, wenn ihr eure Streitigkeiten nicht in dieser Lautstärke austragen würdet. Unsere Gäste legen Wert auf Ruhe. Ich bin auch nicht fertig. Es reicht. Sie haben genug Schaden angerichtet. Irgendwann wird er einsehen, dass er dir Unrecht getan hat. Danke, dass du zu mir gehalten hast. Wenn auch nur in diesem Moment. Lass ihm einfach ein bisschen Ruhe, dann kriegt er sich schon wieder ein. Es ist alles so kompliziert. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann fände ich die Schrift hier am schönsten. Die schnörkelige? Mhm. Ich meine, das ist ja auch eine Hochzeitseinladung, keine Steuererklärung. Das ist kitschig irgendwie. Das ist kitschig? Mhm. Das sagt der Mann mit der Rosenblätterkanone. Oh, und die Fotos. Wir müssen uns entscheiden, welches Foto auf die Einladungskarte kommen kann. Guck mal, hier. Findest du das? Muss das sein? Ist doch viel besser, als nur was zu schreiben, oder? Denken die Leute erst ein Schreiben vom Finanzamt und schmeißen es weg. Ach. Aber ich sehe schon, ich habe eh nichts zu melden, auch wenn wir noch gar nicht verheiratet sind. Also ich meine, wenn du einen sehr guten Vorschlag machst, dann nehme ich den natürlich sehr gerne an. Ja, und du entscheidest, dann ist klar. Mhm.
Das ist ein sehr schöner Vorschlag. Den nehme ich sofort. Ja? Ist der ich? Nein, gar nicht. Kommen Sie doch rein. Ich glaube, wir haben telefoniert. Wenn Sie die Braut sind? Ach, dann sind Sie Sebastians Cousin. Freut mich, ich bin Luisa. Bertram, aber alle sagen Berti. Mensch, nach all den Jahren. Was machst du hier? Also freut mich wirklich, dass Sie doch noch kommen konnten. Ich wollte eigentlich Tante Alma einladen, aber dein Cousin hier sagte, sie ist krank. Ja, aber dafür bin ich ja da. Ja, ich sehe es. So, da wären wir. Sollten Sie sich im Hotel auch mal verlaufen? Ich arbeite als Pagin hier und helfe jederzeit gerne. Danke. Eins würde mich noch interessieren. Ich verstehe, dass es Ihnen peinlich war, mich um Hilfe zu bitten, als Sie auf dem Hochsitz saßen. Aber warum sind Sie überhaupt hochgeklettert? Ach, so eine Art Mutprobe. Aha. Und wen wollten Sie damit beeindrucken? Einen Mann? Muss ja ein besonderes Exemplar sein, wenn Sie für ihn Ihre Höhenangst überwinden. Er ist ganz anders als alle anderen. Ich hoffe für Sie, dass Sie recht haben. Doofe Aktion von mir, oder? Ach, ich habe auch schon so einiges veranstaltet, um einem Mann zu gefallen. Hat sich's wenigstens gelohnt? Definitiv. Nein. Meistens gehen solche Aktionen nach hinten los. Zum Beispiel? Ich will Sie nicht mit meiner letzten Trennung desillusionieren, wenn Sie gerade zum Höhenflug ansetzen. Also, träumen Sie weiter und landen Sie nicht so hart auf dem Boden der Realität wie ich. Viel Glück. Danke. Nett, dass Sie mich einladen. Es ist einfach nur ein kleines Dankeschön, dass Sie mir und meinem Mann so geholfen haben. Ich habe Ihren Mann nur weggeholt, weil es Ihnen schlechter ging. Sie haben für uns gelogen und mich vor einer ganz großen Dummheit bewahrt. Wenn Sie nicht zur Almhütte gegangen wären... Dann hätten Sie sich auf den Weg gemacht, ich weiß. Ja, und ich glaube, ich hätte diesem Miststück die Augen ausgekratzt. Und damit hätte ich mir mein eigenes Grab geschaufelt. Solche Gedanken tun Ihnen gar nicht gut. Setzen Sie sich, ich hole den Rest. Mein Gott, früher war ich krampfeslustig. Optimistisch, lebensfroh. Was hat diese verdammte Krankheit nur aus mir gemacht? Ein armseliges Häufchen Elend. Sie sind immer noch eine starke Frau, die für ihr Leben und ihre Liebe kämpft. Ach, ich hole das Wasser. Wissen Sie, manchmal wäre es mir fast lieber, Michael hätte mir nichts von Friederikes Absichten erzählt. Seien Sie mal froh, dass Ihr Mann so offen und ehrlich mit der Sache umgeht. Ja, aber dann müsste ich mich jetzt nicht ärgern und keine Angst haben. Das ist doch passiert. Ja. Ich meine, wenn ich es nicht gewusst hätte, dann wäre diese Nacht mit dieser Frau einfach vorbei und ich könnte jetzt ganz langsam wieder gesund werden. Aber vielleicht könnten Sie das ja so auch. Ach, Sie glauben doch nicht, dass diese Frau ihre Krallen von meinem Mann lässt. Sie wird diese Nacht mit ihm einfordern. Ansonsten fliege ich aus der Studie und ich muss sterben. Wie lange geht denn diese Studie? Wieso wollen Sie das wissen? Sie müssen auf Zeit spielen. Sie müssen diese Nacht so lange hinauszögern, wie es nur geht. Sie meinen, bis ich Frau Dr. Breuer und ihre Studie nicht mehr brauche. Aber wie soll das funktionieren? Ich meine, wir können doch nicht ewig so eine Schmierenkomödie spielen. Hm? André, so viel Wein hast du gar nicht, dass ich mir die Situation schön trinken kann.
Immerhin bist du ja diese Nacht dieser verhängnisvollen Affäre entkommen. Ja, aber nur vorläufig. Das hat mir Friederike mehr als klar gemacht. Und ich studiere da noch mindestens 2 Monate. Ja, aber so lange kannst du die Ärzte nicht hinhalten. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich mich selbst Schachmatt setzen soll. Wie? Ich wollte mich mit Grippeviren infizieren. Dann gehe ich für ein paar Wochen einfach flachgelegen. Ich könnte dir auch was Indisches kochen, du, das spielen deine Verdauungssysteme, aber Tango. Du bist ein echter Freund. Am besten, ich bringe diese Nacht einfach schnell hinter mich und dann ist es vorbei. Und Natascha? Sollte nichts erfahren. Wenn das so einfach wäre. Ja, hast du eine bessere Idee? Vielen Dank. Darf ich Sie auf einen Kaffee einladen? Als Entschuldigung. Haben Sie mich beleidigt? Sie hatten Unannehmlichkeiten beim Einchecken. Ein Smoothie wäre mir lieber als ein Kaffee. Gerne. Ein Smoothie, für mich ein Espresso. Sehr gerne. Ich habe übrigens veranlasst, dass das Lesegerät an der Rezeption überprüft wird. Wir wollen, dass unsere Gäste ihren Aufenthalt von der ersten Minute an genießen. Genau diese Details machen den Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Hotel aus. Und was gefällt Ihnen besonders gut bei uns? Perfekte Sauberkeit, hervorragende Küche, zuvorkommendes Personal. Das haben andere Hotels auch. Ein angesehenes Gestüt, herrliche Landschaft, ein Märchenschloss mit wunderbarem Park. Das gibt's auch öfter. Aber in sehr guten Häusern fühlt man sich wie eine Königin. Wenn das bei Ihnen so ist, dann freut mich das natürlich. Also mehr als 5 Sterne für den Fürstenhof und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe schon eine Menge exklusive Hotels gesehen. Das heißt, Sie sind geschäftlich viel unterwegs. Sie sind ja ganz schön neugierig. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Entschuldige, Friedrich, ich müsste dich ganz dringend sprechen. Entschuldigung. Muss das jetzt sein? Hallo, Mutter. Reitest du mit dem Ding heute noch aus? Entschuldigung, was hast du gesagt? Oh Gott, aus welchem Tagtraum habe ich dich denn geweckt? Ich habe nur kurz was nachgedacht. Und über was?
ob du ein bisschen mehr nach rechts oder ein bisschen mehr nach links kehren sollst. Es geht dich überhaupt nichts an. Ach komm schon. Mir kannst du es doch sagen. Na los. Trau dich. Dieser Möchtegern-Künstler hat dich damals nur schamlos ausgenutzt. Deswegen hast du dich geopfert und bist mit ihm ins Bett gestiegen. Mit dem Kerl hättest du dein blaues Wunder erlebt. Du solltest mir dankbar sein. Ich freue mich wirklich riesig, dass Luisa bei uns angerufen hat. Ja, sehr gerne. Das heißt, es steht nichts mehr zwischen uns. Ich glaube, ich gehe Adrian erstmal besser aus dem Weg. Das solltest du auf gar keinen Fall machen. Ich meine ganz ehrlich, wenn du nicht bald mal in die Pötte kommst, dann wird da überhaupt nichts draus. Der Fitnesschef, der macht auf mich nicht den Eindruck, als könnte er gut umgehen mit neuen Aufgaben. Er macht mir einen richtig festgefahrenen Eindruck. Tja, wo eigentlich noch so jung ist. Ja, das dachte ich auch. Genau das dachte ich mir auch. Bitte, warte noch ein ganz klein wenig, bis es mir besser geht. Frau Morgenstern ist gerade noch rechtzeitig gekommen. Oh, erspar mir die Details. Allerdings haben wir jetzt eine Mitwisserin. Um sie mache ich mir keine Sorgen. Eher um die liebestolle Ärztin. Die vorgibt, meine Freundin zu sein, die ihr nachstellt und dich mit meinem Leben erpresst. Die Frage ist nur, wie lange ich sie hinhalten kann. Aber warum denn? Ich meine, Friederike dürfte sich eigentlich gar nicht beschweren. Du hast dich an deinen Teil der Abmachung gehalten. Ja, ich habe mich mit ihr getroffen, wir haben Wein getrunken, gegessen, Musik gehört, aber... geplaudert und du hast sie heiß gemacht. Ich fürchte, sie wird sich mit meinem Unterhaltungsprogramm nicht zufrieden geben. Sie will dich. Mit Haut und Haar. Und das kann ich verstehen. Ja. Sie wird auf ein weiteres Date mit ihr pochen. Wir schaffen das. Gemeinsam. Du meinst, eine Krankheit überstehen und auch die intrigante Ärztin. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wir werden heiraten und das in 4 Tagen. Das war der früheste Termin, den Konopka noch hatte. Okay. Fällt dir noch jemand ein? Oh, was ist denn zum Beispiel mit Niklas und Julia? Hast du die schon erreicht? Sind im Urlaub. Nein. Ach, wie schade. Ich hätte die so gerne wiedergesehen, aber... naja. Ich meine, die beiden haben auch ihr Glück hier gefunden. So wie wir beide. Was ist mit deiner Verwandtschaft? Tja, da wäre mein Vater. Und das wär's auch schon. Der Mann aus Stahl? Leonard und Pauline? Pauline muss arbeiten. Tja, unsere Familien sind doch recht überschaubar, wie ich sehe. Ich hätte noch Tante Alma. Tante Alma? Von der hast du nie erzählt. Julia und ich haben mal bei ihr gewohnt, als wir Teenager waren. Und später ist dann der Kontakt abgerissen. Okay. Manchmal wünschte ich mir schon, eine richtig große Familie zu haben. Na, das lässt sich doch einrichten. Ehrlich gesagt, kann ich es kaum erwarten, mit dir eine große, starke Kinder zu machen. Ja, aber das Thema Verwandtschaft hat sich erledigt.
halte dieses Schweigen nicht mehr aus. Warum reden, wenn man sich nichts zu sagen hat? Was ist denn jetzt los? Diesmal bin ich ausnahmsweise unschuldig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendetwas gibt, bei dem du nicht deine Finger im Spiel hast. Friedrich, ich wollte nur mit dir reden. Hier ist die Rezeption, Sonnbichler. Was ist denn passiert? Ja, Herr Sonnbichler, hier ist Stahl. Der Aufzug steckt fest. Holen Sie mich hier raus! Notfallschirm. Adrian, ich muss dir wirklich sagen... Ernst, mit ein bisschen Erfahrung ist Paragliding ein Kinderspiel. Als Kinder haben wir aber ganz andere Sachen gespielt. Ja, aber du warst immer schon die Mutigste. Geht so. Ich habe zum Beispiel wirklich total Angst vor... Ach komm, vor was hast du Angst? Also ganz ehrlich, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo du Angst hattest. Deswegen fand ich dich damals auch schon so cool. Also, noch irgendwelche Fragen? Gut, dann kommen wir jetzt zum eigentlich wichtigen Teil, das ist der praktische. Ich werde uns gleich vorne zusammengurten. Dazu müsstest du herkommen. Komm her, komm mal, komm her. Nee, schon richtig, komm her. Komm richtig nach, genau. So, drück dich mit dem Rücken richtig an meine Brust ran. Okay? Okay. Alles klar. Hier vorne kommt dann der Gurt rum. Und wenn wir dann zusammen loslaufen, schaust du immer nur nach vorne. Habe ich das Klopfen überhört? Was gibt's denn? Herr Sonnbichler, er behandelt mich ziemlich herablassend. Die gute Seele von Bichelheim? Vor dir macht er einen auf devoten Kollegen, aber bei mir zeigt er sein wahres Gesicht. Und was ist der Grund für sein despektierliches Verhalten? Was weiß ich? Rache, Neid, nenn es wie du willst. Bis vor kurzem war ich noch seine Chefin, was mir vermutlich nur wenige gegönnt haben. Vielleicht, weil du sie das bei jeder Gelegenheit hast spüren lassen. Ich war vielleicht hart, aber immer fair und kollegial. Die netten Kollegen glauben, sie könnten mich jetzt schikanieren, nur weil ich so viel verloren habe. Warum erzählst du mir das? Sie werden die Gemeinheiten unterlassen, wenn du ein Machtwort sprichst. Friedrich, ich weiß nicht, wie lange ich dieses Mobbing noch aushalte. Du bist doch ohnehin nur knappe 3 Monate hier. Die können unter solchen Umständen aber sehr lange werden. Du kannst das abkürzen. Wenn du fristlos kündigen möchtest, ich habe nichts dagegen. Herr Sonnbichler? Entschuldigen Sie die Störung, Herr Stahl, aber der Notar wäre jetzt da. Ja, schicken Sie ihn rein. Wir waren noch fertig, oder? Fertig. Oder drückt's irgendwo? Alles okay. Gut, okay. Normalerweise hätten wir jetzt hier hinten noch einen Gleitschirm dran hängen. Und wenn wir loslaufen, dann öffnet er sich. Und wenn er ganz geöffnet ist, dann heben wir ab. Aber wir üben ja nur. Ja, ja, wir üben nur. Okay. Okay, wir fangen mit rechts an. Mhm. Okay. Und... Entschuldigung, ich war zu langsam. Gut, am besten zähle ich uns ein. Okay. Okay. Eins und zwei und nein. Das war links. Ja, jetzt habe ich es aufgemerkt. Okay. Okay. Wir fangen mit rechts an und ich zähle uns ein. Okay. Gut, es kann nichts mehr passieren. Okay. Okay. Und eins und zwei. Das passt doch schon ganz gut. Ja. Geht doch Oh Mann, das ist mir so peinlich. Nein, muss es gar nicht. Es war ein Maulwurfshügel. Ja, wirklich? Oh ja, jetzt ich auch. Ganz schön großer Maulwurfshügel. So. Du musst nur aufpassen, dass dir das im Ernstfall nicht passiert. Wieso? Wir könnten über die Klippe stürzen. Nein. Das wird uns nicht passieren. Wir schaffen das schon. Schmeichelt es dir eigentlich, dass dich die attraktive Frau Doktor unbedingt haben will? Das weißt du doch selber am besten. Verehrer sind oft nur lästig, so viele wie du als Sängerin gehabt hast. Ja,
hatte oftmals das Gefühl, es geht gar nicht um Zuneigung. Vielmehr um Macht- und Besitzansprüche. Oh, bestimmt. Ja, genauso geht es Friederike mit mir auch. Am liebsten würde ich ja das klipp und klar sagen. Danke, Friederike, dass du so schnell gekommen bist. Gern geschehen. Du bist eine wahre Freundin. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Michael, ich konnte es nicht ertragen. Der Gedanke, dass du mit ihr... Ich hab's nicht ausgehalten. Ich auch nicht. Bitte, wenn Sie das zu Ihrer Sicherheit brauchen. Tut mir leid, aber das ist bei uns so, wenn ein Gast zum ersten Mal eincheckt. Genug der Formalitäten? Nein. Die funktioniert nicht. Das muss an Ihrem Gerät liegen. Haben Sie vielleicht noch eine andere? Danke sehr. Tut mir leid. Dieser Mist. Ich kann mir das nicht erklären. Gibt's Probleme? Ihr Gerät kann meine Kreditkarten nicht lesen. Ja, das passiert schon mal. Wahrscheinlich der Magnetstreifen, der ist sehr empfindlich. Oder Ihr Gerät ist defekt. Ja, das kann natürlich auch sein. Danke. Die ist in Ordnung. Na, also geht doch. Bitte sehr. Herzlich willkommen im Fürstenhof, Frau Bramig. Ich würde jetzt gerne mein Zimmer sehen. Aber natürlich. Dann darf ich Ihnen einen recht angenehmen Aufenthalt in unserem Haus wünschen und... Wenn Sie Fragen und Wünsche haben, wir sind jederzeit für Sie da. Bitte sehr. Und der Peter kümmert sich um Ihr Gepäck. Schön. Haben Sie es gesagt? So nervös wegen einer Verabredung? Ein Date mit Adrian allein, das wäre ja schon genug für 10.000 Milliarden Schmetterling. Aber auch noch nicht zu wissen, was er vorhat. Vielleicht ein romantisches Picknick. Das wäre gut. Dann wüsste ich nämlich schon, was ich anziehen will. Wobei, nein. Was, wenn er mich dann am Abend in ein schickes Restaurant ausführen will? Dann kann ich ja nicht so leger daherkommen. Siehst du, was ich meine? Absolut. Mein Gott, ist es so schlimm. Milch? Bitte. Ich kann bei dem Gedanken überhaupt nicht ruhig bleiben. Ich bin so nervös. Warum hast du dich denn dann mit ihm verabredet? Weißt du ganz genau. Okay, also wenn du ihn sehen willst, dann musst du leider ins kalte Wasser springen. Aber auch gemein von ihm, mich einfach so im Ungewissen zu lassen. Ja, das ist wirklich sehr gemein von ihm. Okay, das kann ich nicht länger mit angucken. Du lehnst dich jetzt zurück und schließt die Augen, okay? Und dann atmest du einfach noch mal ganz tief ein und aus. Und dann stellst du dir einfach vor, du bist auf einer grünen Wiese. Und um dich herum sind ganz viele bunte Blumen. Und ihr beide sitzt auf einer Picknickdecke und schaut euch ganz tief in die Augen. Und? Ist das nicht ein romantisches Date? Ja, jetzt ist unsere Ehe offiziell beendet. Dass sie annulliert wurde, heißt eigentlich, dass sie nie bestanden hat. Für mich schon. Ich war irgendwann sehr glücklich mit dir. Wollen wir noch was trinken gehen? Es dürfte sich wahrscheinlich um ein sehr riskantes Abenteuer handeln, wenn ich hier wirklich einsteigen will, oder? Sie haben sich's anders überlegt? Ein Kneifen? Mein Angebot steht.
Und es ist nun an Ihnen, sich zu entscheiden. Ich weiß einfach, dass Adrian und ich zusammengehören. Und er wird das auch bald merken. Deine Frau ist. Frau Dr. Breuer, sind Sie da? Kennst du die Stimme? Bitte, es ist ein Notfall. Ich glaube, es wäre besser, wenn du öffnest. Entschuldigen Sie die Störung. Was ist denn? Frau Schweizer geht es schlechter. Und deswegen kommen Sie extra her? Ja, sie hat bei den Sonnenbichlers angerufen, weil sie ihren Mann nicht erreichen kann. Tja, wo ist der bloß? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Sonnenbichler gemeint, dass Sie sehr wahrscheinlich hier sind. Der Herr Chefportier weiß anscheinend alles. Ja, also können wir bitte, es ist dringend. Also gut, wenn es sein muss. Was machst du denn hier? Oh, es gibt was zu feiern. Warte, das heißt, die Verhandlungen sind gut gelaufen? Ganz genau. Vor dir steht der neue Miteigentümer des Fürstenhofs. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das heißt, du bleibst hier? Ja. Wenn ich morgen unterschrieben habe, dann gehören mir tatsächlich 20% meines Geburtshauses. Wow. Das ist toll. Das ist es wirklich. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich habe doch gar nichts gemacht. Doch. Von dir kam der Tipp, dass der Fürstenhof einen Investor braucht. Also? Auf die Frau, die es tatsächlich geschafft hat, mich in Bichlheim zu halten. Die Info hättest du aber auch von jedem anderen kriegen können. Ja, aber sie kam von dir. Ohne dich würde ich jetzt irgendwo auf Mallorca sitzen. Soll auch ganz schön sein. Ich bleib lieber hier. Weißt du was? Ich weiß sogar schon, wie ich mich bei dir bedanken werde. Hast du doch gerade schon. Nee, ich meine so richtig. Ich habe mir da was Besonderes überlegt. Und was? Überraschung. Tut es weh? Oh, ja! Mein Gott. Vielleicht ist das ein Rückfall? Bisher hatten wir in der Studie nur Fieber und Taubheit von Gliedmaßen als Nebenwirkung. Ja, und jetzt kommen eben auch noch Schmerzen in der Schulter dazu. Natascha, wie geht's dir? Ach, schon besser, aber ich habe die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Ja, mein Handy war auf lautlos. Was ist passiert? Deine Frau hatte eventuell einen Rückfall. Aber was kann ihn ausgelöst haben? Um das festzustellen, sind genauere Untersuchungen nötig. Ja, dann am besten legst du dich gleich hin und entspannst dich. Oh, Schatz, ich bin so unruhig, wenn du nicht da bist. Ich bleibe die ganze Nacht bei dir, ich verspreche es. Ja, wenn jetzt der Arzt deines Vertrauens hier ist, dann brauchst du mich ja nicht mehr. Entschuldige. Sebastian, hi. Ist alles gut gelaufen? Ja, wir kommen gerade vom Familiengericht. Es ist vollbracht. Endlich. Wir können heiraten. Ja. Sag mal, kann ich dich später nochmal anrufen? Spätestens in einer Stunde, sonst vermisse ich dich zu sehr. Gut, dann beeile ich mich. Bis dann. Entschuldige. Es ist schön zu sehen, dass du glücklich bist. Dafür hast du jetzt eine Anzeige wegen versuchten Betrugs am Hals. Also wenn ich damit wieder gut machen konnte, was ich getan habe, dann hat es sich gelohnt.
Kaffee? Du musst noch was für die Hochzeit vorbereiten, da will ich dich nicht aufhalten. Na los, also ich werde dir bestimmt nicht helfen. Das habe ich auch gar nicht erwartet. Ich danke dir. Bis später dann. Pause. Gut. Wann darf ich dann mit meinem Anliegen wiederkommen? Was gibt's denn so Dringendes, Herr Chef Portier? Der Gast aus dem Rosenzimmer hat sich beschwert. Offenbar war das Bad nicht sauber und die Minibar war auch nicht aufgefüllt. Der gute Mann trinkt ganz gern mal ein, zwei Schnäpschen zu viel. Wahrscheinlich weiß er gar nicht mehr, dass er die Minibar selbst geleert hat. Ja, aber über die Gewohnheiten unserer Gäste steht uns nun mal kein Urteil zu. Ich habe das Zimmer persönlich kontrolliert und es war alles picobello. Wir beide wissen schon, dass der Gast immer recht hat, oder? Und wenn auch nur ein Haar auf dem Boden ist, dann haben wir unsere Arbeit nicht gut genug gemacht. Sie meinen wohl mich? Es gehört zu den Aufgaben der Hausfrau. Ich krieg doch nicht auf allen Vieren durch die Zimmer, um irgendwo ein kleines Härchen zu finden, an dem vielleicht jemand Anstoß nehmen könnte. Ach, apropos, Entschuldigung, darf ich mal? Aber genau das ist Ihr Job. Ich meine, Sie müssen ja nicht selber kriechen, aber... Lassen Sie doch bitte diese herablassenden Äußerungen, sonst können wir uns das nächste Mal gerne gleich bei der Geschäftsleitung... Ja, gerne bei der Geschäftsleitung. Wenn Sie auf höchster Ebene über Ihre Sorgfaltspflicht belehrt werden möchten, gern. Oder Sie werden darüber belehrt, dass man so mit mir nicht umspringt. Frau Hofer, Sie sind nun mal die Hausdame. Aber wenn Ihnen diese Arbeit nicht gefällt, dann gibt's doch bestimmt noch was anderes. Herr Sonnenbichler, Sie können das ja gar nicht abwarten, dass ich gehe. Was Sie machen, geht mich nichts an. Aber ich muss mich halt jetzt mit meiner nächsten Beschwerde direkt an die Geschäftsführung wenden. Ja, tun Sie das. Ich habe ja mit einer Menge gerechnet, aber das sieht ganz schön kompliziert aus. Ach, das ist nur am Anfang so. Wenn du erst mal weißt, welches Teil wohin gehört und wozu es gut ist, ist es überhaupt kein Problem mehr. Wichtig ist, dass du vor dem Flug noch mal alles checkst, ja? Gurtzeug, Karabiner und dann ist es eigentlich kein Problem. Okay. Aber wir machen sowieso erst mal nur die Trockenübung, ja? Okay, alles klar. Gut. Ach so, was auch wichtig ist, ist die Windstärke und die Windrichtung. Windstärke? Ja klar, wenn du eine gute Thermik hast, weißt du, was dann los ist? Dann steigst du immer höher und immer höher und du musst gar nichts machen. Boah, das ist das Schönste, was es gibt. Klingt toll. Und wenn alle Stricke reißen, hast du einen Notfallschirm.